Hallihallo und willkommen zu dieser Silvester-Sonderfahrt mit unserer Baureihe 101 hier auf der linken Rheinstrecke. Und zwar die Rheingold 101 fahren wir heute Lok Nummer 112-1. Hinten dran haben wir ehemalige Intercity-Wagen. Und zwar fahren wir heute eine Silvester-Partygesellschaft einmal die Rheinstrecke entlang, sodass sie später, wenn es dann 12 Uhr ist, ein Feuerwerk genießen können. Und ja. Wir fahren dann durch bis nach Mainz und unsere Aufgabe ist es, unsere Partygesellschaft sicher ans Ziel zu bringen. Daher würde ich sagen, springen wir mal rein in den Simulator und in den Führerstand rein. Fahrtrichtungswende nach Vorwärtsstellung. Signal haben wir schon gestellt bekommen. Ich gehe mal hier auf Fahrplanleuchte, mache die PZB und die LZB an. Sie verlasse ich aus, Bremsen sind gelöst. AFB machen wir uns auch noch an. Mache ich nochmal ganz kurz hier das Licht an. So. AFB jetzt einmal auf die 120 gesetzt, mit denen wir ausfahren dürfen. So, aber aus irgendeinem Grund möchte die AFB nicht. Schauen wir mal, ob wir jetzt einfach mal anfahren. So, genau. Fahrtschalter war noch nicht auf aus. Aber jetzt ist auch die AFB da. Signal ist, wie gesagt, schon gestellt. Wir machen uns mal die Fernlichter auch noch direkt an. Bremse lösen, Sander brauchen wir jetzt nicht. Zuglichter sind an. Und dann müssen wir noch einmal ganz kurz hier nach hinten hin. Und einmal den hier auf Spitzensignale hätten wir natürlich vorher schon machen müssen, aber passt schon. Wir dürfen ausfahren und zwar mit 120. Wir befreien uns. Wir sind auch gar nicht mehr in der PZB-Beeinflussung. Machen uns einen Scheibenwischer aktiv. Und fahren dann los hier in die Nacht hinein. Könntest du Displays ein bisschen auf dunkel stellen? Ja, ihr seht es, es ist der 31.12.2023, 10 Minuten vor Silvester. Und wir fahren heute mit unserer 101 im Schnee hier aus. Dürfen dann auch 140 fahren. Immer die Leistung noch ein bisschen zurück, damit wir nicht in den Radschlupf kommen. Wisst ihr was? Ich finde, wir können noch ein bisschen mehr Schneefall haben. Ganz ehrlich. Wir haben heute keine Zwischenhalte. Heißt also, sie fahren einfach durch. Und zwischendurch sollten wir aber auch definitiv mal Feuerwerk sehen. Vielleicht nicht genau um 12, das wird wohl nicht klappen. Aber kurz darauf sicherlich irgendwann. Und ja, auf der Strecke ist es, glaube ich, inzwischen ganz ruhig. Um diese Uhrzeit gegen 12 ist dann auch nicht mehr so viel los. Die ein oder anderen Regionalzüge haben sich noch, verirren sich dann noch durch die Gegend. Aber auch jetzt sollten die Züge nicht mehr voll sein. Die sind ja an den Feiertagen, je nachdem wann genau man unterwegs ist, sind die aber dann noch recht leer. Gerade so um Weihnachten herum und aber auch Silvester. Wobei, wenn dann so die ersten Silvester-Partys vorbei sind, werden dann die letzten REs oder die ersten REs, je nachdem, am nächsten Tag dann noch sehr, sehr voll. Das kann durchaus passieren. Aber wie gesagt, unser Zug hier, wir führen hier eine eigene Partygesellschaft, das ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Da sind wir praktisch eine geschlossene Gesellschaft, die sich hier den Zug gechartert haben.
Ja, genau. Und wir fahren jetzt hier links von uns der Rhein. Können wir jetzt natürlich nicht sehen. Es ist stockduster. Aber auch eine Nachtfahrt muss mal sein. So, genau 140 dürfen wir fahren, das machen wir auch. Das Repaint ist, glaube ich, aus dem Creators Club. Ich weiß aber leider nicht, von wem es ist. Aber es heißt, glaube ich, 101 Rheingold oder so ähnlich. Den Zug habe ich mir dann selbst zusammengestellt im Free Roam. Das heißt also, wir sind ganz normal im Fahrplan unterwegs. Mal schauen, ob uns da noch jemand entgegenkommt heute oder nicht. Einmal vorbei am Bahnhof hier, an diesem Haltepunkt. Oh ja, da war noch eine 110 unterwegs. Und das werde ich an dieser Stelle jetzt schon mal ankündigen. Wenn wir dann Feuerwerk sehen, werde ich natürlich ein, zwei Minütchen mit dem Fotomodus dann doch verbringen müssen. Oh, noch eine 103. Ich sehe was Orangenes, aber das ist nicht für uns. Auch hier wieder vorbei am nächsten Haltepunkt. Ja, mal gucken, ob wir uns noch rechtzeitig da hier vielleicht ins Licht positionieren können. Na, Mann, ich war zu langsam. Zu langsam. Beim nächsten Mal. Okay, eine Ankündigung auf 110 haben wir in gut 3 Kilometern. Aber bis dahin können wir noch ein bisschen fahren. Ja, jetzt, wo das Jahr vorbei ist, kann man noch so ein bisschen Bilanz ziehen über den TSW4. Ist ja dieses Jahr erschienen, hat auch durchaus viel Kritik mit sich gebracht. Warum denn jetzt schon wieder eine weitere TSW-Version und so weiter und so fort. Aber was man auch dann sagen muss, wir haben jetzt eine österreichische Strecke mittlerweile. Wir haben die vermutlich von der Community am meisten gewünschte Lok überhaupt, den Vectron, bekommen. Und zwar das in einer Qualität, wo ich sagen würde, das ist definitiv. Qualitativ geht das an die 101 ran. Ist sogar vielleicht sogar noch ein Ticken besser als die 101 von der Qualität her. Oh, wir sind zu schnell. Ja.
viel Bremskraft. Das fand die Lok gerade gar nicht cool. So, den Rest machen wir mit der AFB. So, genau, ne, also den Vectron, der in einer Qualität abgeliefert wurde, wo ich wirklich sagen muss, Hut ab, definitiv Hut ab. Wir haben Dresden-Riesa überarbeitet bekommen, komplett, ne, mit den neuen Lichtverhältnissen, sieht wirklich fantastisch gut aus. Und die Maintalbahn haben wir bekommen. Ja. Ankündigung auf 100. Machen wir mit der E-Bremse. So. Genau, die Maintalbahn. Womit wir dann das allererste Mal von DTG auch mal so eine Strecke bekommen haben, die Nebenbahn-Feeling hat. Es ist keine Nebenbahn, es ist ja eine Hauptbahn, eine Hauptstrecke, offiziell. Aber ganz ehrlich, es hat schon total den Nebenbahn-Flair. Ja, also allein die Tatsache, dass es halt zu einem großen Teil eingleisig ist und dass wir da mit einem Dieseltriebwagen langsam da durch die Gegend flanieren, das ist für mich vom Gefühl her, von der Atmosphäre her, ist das halt einfach eine Nebenbahn. Und das ist auch ein Novum für die TG zumindest. Ja, wir haben eine Nebenbahn von TSG bekommen, die Niddertalbahn, aber von DTG selbst bisher noch nicht. Und das ist halt auch mal was Neues. Ja, genau. Übrigens, Happy New Year. Es ist der 1.1.2024. Oder der 1.1.2024. Ja, und insgesamt muss ich sagen, also ich bin sehr zufrieden mit dem, was man so bekommen hat an Rollmaterial, an Strecken. War doch definitiv einiges dabei und jetzt haben wir halt auch die Ankündigung mit Salzburg-Rosenheim, wo ich auch sagen muss, tolle Strecke, wirklich sehr, sehr schöne Strecke. Eine 111 und das Potenzial für sowas wie so eine Art Railjet oder so als DLC, da steckt schon viel drin. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns so erwartet in diesem Jahr, also im Jahr 2024, was der TSW so mit sich bringt. Es stellt sich natürlich zwangsweise auch die Frage, ob sowas wie ein TSW 5 kommen wird. Und wenn es kommen sollte, ob es so wie TSW 4 ist, dass es halt ein in Anführungszeichen neues Spiel ist. Oder ob es halt ein freies Core-Update ist. Keine Ahnung, will ich jetzt auch gar nicht drüber spekulieren. Bringt ja auch gar nichts. Ist ja, wenn, dann sowieso erst im Spätsommer. Heißt also, bis dahin haben wir noch genug Zeit mit TSW 4. Dann stellt sich auch die Frage, was ist mit dem Editor? Da gibt es ein paar Patches und Fixes, die noch kommen müssen. Was ist mit den ganzen Projekten, die ich ja hier schon auf dem Kanal auch vorgestellt habe? Wann kommen die raus? Und die Antwort auf diese Frage ist zwangsweise mit der Antwort auf die der vorherigen Frage verbunden, nämlich mit den Fixes und Patches für den Editor, weil es da eben noch so ein paar Probleme gibt. Allen voran der Add-ons-Manager, der da PC-Mods so ein bisschen in die Quere gekommen ist. Wird es Möglichkeiten geben, dass diese Mods eventuell, also diese gemoddeten Strecken eventuell sogar für den
für die Konsolen kommen. Eventuell als so eine Art Creators Club-Verknüpfung. Wie wird es aussehen mit der Strecke Köln-Düsseldorf aus der Community? Und hier die Strecke um Husum herum und die Oberwesternwaldbahn und. Da gibt es ja massenhaft Projekte, die da angekündigt worden sind, die auch schon gut im Bau sind. Wie viel davon dann am Ende wirklich kommen wird, das lässt sich halt schwer abschätzen, aber ich hoffe mal, dass die Leute durchhalten. Denn so ein Streckenbau, das ist nicht leicht. Hier einmal die Häuser auf der anderen Rheinseite. Oh, ganz vergessen, wir durften 130 fahren. So, dann dürfen wir jetzt gleich 120 fahren, nämlich ab hier 100. Komisch, das hat uns da 120 angekündigt. Dann bleiben wir bei den 100 natürlich. Und ab hier sind es dann aber 110. Einmal vorbei am nächsten Haltepunkt. Ja, in unserem Zug wird jetzt gerade bestimmt ordentlich gefeiert. Hier so ein Partywagen ist da mit dabei, mit Musik, mit Getränken, mit guter Laune. Und gut, davon kriegen wir jetzt leider nicht so viel mit. Aber ich bin auch bester Laune, weil wir dürfen ja immerhin den Zug fahren. Mit dieser wundervollen 101. Also von daher würde ich sagen, wir haben hier definitiv den besten Platz im Zug. Und können hier diese Strecke mal bei Nacht im Schnee genießen. Hat ja auch sowas sehr Meditatives und ich finde, so kann man auch sehr, sehr gut ins neue Jahr starten, oder? Und da ist das angekündigte Feuerwerk. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, na, da wird gefeiert. Frohes neues Jahr. Toll, toll, toll. Wir werden jetzt gleich hier in einen Tunnel reinfahren und dann wieder rausfahren. Und dann sehen wir das Ganze noch ein bisschen schöner. Ankündigung auf 90.
muss ich jetzt schon mal ein Foto machen, weil das doch sehr hübsch aussieht. Ne? Wie können wir das denn machen? So vielleicht? So. Und jetzt muss ich aber ein bisschen mal die Helligkeit hier erhöhen. Und zwar hier so, ne? Und hier so. Na, wir lassen noch ein bisschen den Zug weiterfahren. Wobei, so aus dem Führerstand heraus sieht das bestimmt auch sehr hübsch aus. Hallo? Ich bin hier gefangen in der Tür. Aber auch schön. Moment. So vielleicht. Ja, kann man doch einfach genießen. Schön. Da auch die Burg schön angeleuchtet. So, wenn wir aus dem Tunnel gleich rauskommen, muss ich noch einmal in den Fotomodus springen. Weil wir dann, glaube ich, so schön hinter uns das Feuerwerk haben. Ja. Und zwar. So, nach diesem Bild habe ich, glaube ich, gesucht. Genau. Ja. Jawohl, das ist das Bild, nach dem ich genug gesucht habe. So, letztes Mal im Fotomodus versprochen. So. Ne? So. Nur dieser Pfeiler hier vorne nicht. Ja, wobei, ja, so ist perfekt. So, letztes Bild und das war's. Hallo? Wo bin ich? Ach, da. Ich hab kurz gewundert, warum es so dunkel ist. Jawohl, da wird noch Feuerwerk abgeschossen. Herrlich.
So, dann dürfen wir jetzt einmal auf die 100 hoch. Und gleich dann auch endlich wieder auf 140. Ja, sehen können wir leider halt insgesamt recht wenig. Was wir natürlich machen könnten, wäre, ich überlege gerade, 103 kam uns da noch entgegen. Was wir vielleicht machen könnten, wäre, na, nicht die Temperatur, hier die Skylight Intensity. Aber, ja, wobei das bringt uns auch nichts. Nee, lassen wir die einfach so. So, ab hier sind es 140 endlich. So, und Fahrschalter langsam nach vorne schieben. Und beschleunigen. So, jetzt sind wir wieder auf unseren 140 und dürfen gleich wieder runter auf 120. So, da ist die Ankündigung. Versuchen das mal nur mit der E-Bremse zu machen, sind jetzt schon bei 130. 125, haben wir jetzt. Und die 120 knacken wir damit auch noch. Jawohl. Und den Rest machen wir mit der AFB. Und schalten wieder Leistung auf. Einmal hier durch diese Ortschaft durch, das ist einfach immer schön, ne? Wenn man zwischen diesen Häusern herfährt. Ist natürlich für die AnwohnerInnen nicht so schön, aber das ist uns ja egal.
hier in Wacherach. So, nächster Haltepunkt. Niederrheinbach, glaube ich. Konnte man nur schwer erkennen. So, wir dürfen jetzt 130 fahren. Sobald unser Zug an der Tafel vorbeigefahren ist, was jetzt der Fall ist. Und dann können wir jetzt wieder beschleunigen.
So, das war die Ankündigung auf 120. Also einmal wieder runter. Und die Ankündigung auf 90. Bestätigen wir natürlich und bremsen mal rein. So, die haben wir erreicht und fahren jetzt mit 90 weiter. Und 160, yes. Endlich mal auf unsere heutige Höchstgeschwindigkeit hoch. Langsam Leistung aufschalten. Noch dürfen wir nicht 160 fahren. Ah, wir dürfen aber schon. Ja, okay, jetzt dürfen wir. So, trotzdem langsam Leistung aufschalten, damit wir nicht in den Radschlupf kommen. Na. Ja, sehr schwierig auf jeden Fall in diesen Bedingungen zu fahren. Ein bisschen Leistung versuchen aufzuschalten. Mal gucken, ob es klappt. Ja, ja, ganz langsam. Nee. Ach, schwierig.
Ja, heute nicht viele Kommentare von mir. Ich muss ein bisschen meine Stimme schonen, ehrlicherweise. 150. Und dann dürfen wir jetzt gleich wieder 160 fahren. Nämlich jetzt. Und auch gleich wieder 150. Machen wir mit der E-Bremse. Da ist die Ankündigung. Hier gelten die 150. Und dann dürfen wir jetzt gleich wieder 160 fahren. Ja, dürfen wir auch jetzt schon. Signale sehen sehr grün aus da hinten, alle. Kann ich die Scheibenwischergeschwindigkeit ein bisschen runterstellen? Ja, das ist schon besser. Wisst ihr, was ganz witzig ist?
Die Tatsache, dass ich tatsächlich auch am heutigen Tag, wo wir das, wo das Video hier erscheint, ich tatsächlich auch in Koblenz bin, witzigerweise. Das fällt mir jetzt gerade auf. Jetzt, also ich nehme das natürlich vorab auf, das ist ganz klar. Aber ich werde am 31.12. in Koblenz sein. An dem Tag. Auch mit dem Zug tatsächlich. Von daher passt das eigentlich ganz gut, dass wir hier auch da jetzt unterwegs gewesen sind, weil das in diesem Sinne meine persönliche Realität zumindest teilweise nachbildet. Ich bleibe zwar in Koblenz, ich werde nicht nach Mainz fahren, aber trotzdem auf jeden Fall ein mindestens witziger Zufall, weil ich habe da jetzt von vornherein nicht daran gedacht, dass das jetzt der Grund ist, weshalb ich das Video mache, aber ist mir jetzt gerade so während der Fahrt eingefallen, dass das ja tatsächlich so sein wird. So, 7 Kilometer noch, dann sind wir da. Und solange wir hier, oh hallo, solange wir hier noch mit 160 fahren dürfen, wird das auch sehr, sehr schnell gehen. Hauptsignal ist grün, Vorsignal ist grün. So wollen wir das. Die Fahrdienstleiter sind uns heute wohlgesonnen, weil wir noch kein einziges Mal ein Signal bekommen haben, das wir bestätigen mussten. Das wird natürlich nicht so bleiben, die ganze Fahrt. Spätestens das Vorsignal für das Ausfahrtssignal in Mainz wird uns einen bestätigungswürdigen Begriff anzeigen. Bisschen zu schnell. Wir hätten eher runterbremsen müssen. Oder stärker, aber das passt jetzt so. Jetzt sind wir bei den 100 angekommen. Schalten wir da ein bisschen Leistung auf. Sind jetzt auch schon ganz in der Nähe vom Mainzer Hauptbahnhof. 2 Kilometer noch, das ist ja nix. Und dann ist unsere Fahrt vorbei. So, das bestätigen wir, keine Beeinflussung. Jetzt aber runter auf die 80 und da vorne ist ein Signal, das wie bereits zu erwarten, ein Halt zu erwarten ankündigt. Beziehungsweise ein Halt ankündigt, so kein Halt zu erwarten. Auch schön, sieht ihr diese ganzen Lichter hier vor uns, das ist auch schön. So, jetzt ist die 1000 Hertz Beeinflussung auch aktiv gewesen. Und dann sind wir in Mainz mit unserer Partygesellschaft angekommen.
So, 500 Hertz Magnet ist an. Ups, das wollte ich nicht. So. Wollte ich den Scheibenwischer ausmachen. So, und dann machen wir die Türen auf der rechten Seite auf. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und auch in diesem neuen Jahr mit dabei. Ich bedanke mich für alle oder an alle, die fleißig zuschauen, die liken, die kommentieren, die auch nur stille ZuschauerInnen sind. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Macht es gut. Ciao, ciao.